Ätzend, der ist auch. Die finde ich schön bei dem Spiel. Escape geht immer zurück. Sehr gut. Na komm, die könnten nochmal Kohle vertragen. Dann haben wir das letzte Fahrzeug nämlich auch unterwegs. Auto muss Geld scheffeln. Komm. Entladen. Und auf die Reise mit dir. So, wir haben Kohle. Heißt, jetzt machen wir mal unseren Personenverkehr klar. Kaufen zwei Busse. Nehmen wir mal ein kleines Darlehen auf. 65.000 Euro, hört sich gut an. Und richten mal in jeder Stadt erstmal eine kleine Bushaltestelle ein, ne? Wo haben wir den Platz? Weiß nicht, ob zentral immer so ganz gut ist, aber... Oh, scheiße. Lieber auf die Hauptstraße setzen sollen. Egal. Müssen die Fahrer mit klarkommen. Was abreißen. Da nicht. So, die Städte haben wir jetzt. Ne, hier unten habe ich doch keins gebaut, ne? Nö, würde man auch sehen. Das würde angezeigt werden. Da reicht jetzt auch die Kohle nicht mehr so wirklich. Ja, Kohle. Bei den Arbeitsstätten müsste natürlich auch eine Bushaltestelle vorhanden sein, ne? Ist aber krass, dass du die nicht gegenüber bauen kannst. Warten wir mal eben ab, bis wir die Kohle zur Verfügung haben. Also hier sieht man schon, hier staut es sich zum Teil manchmal. Komm, ich will nicht warten. Mal leiden. Kostet nur ein bisschen Kohle. Ey. So, und jetzt lassen wir mal die Karren flitzen, ne? Weg. Wo fangen wir an? Ich will erstmal sagen. Schicken wir das eine oder in die andere Richtung? Wir haben keinen Kreislauf, das ist jetzt natürlich ein bisschen doof. Und die Karren vielleicht später nochmal ein bisschen umändern. So, laden. Das Personentransfer ist sowohl laden als auch entladen. Oh. Das war wrong. Hier ist die Haltestelle. Wir wollen ja nicht unbedingt, ne, Stau auslösen. Schön gemacht ist auf jeden Fall, man kann die Autos sofort aufwerten. Jetzt machen wir dasselbe nochmal auf dem Rückweg. Diese Route wiederholt er ständig. So, dann fährt er wieder zurück, fährt hier ran und dann machen wir auf dem Rückweg sogar noch die hier mit, oder? Laden. Entladen. Von da aus fährt er dann wieder zum ersten Punkt und fängt hier wieder von vorne an. Hier wieder. So, zweites Fahrzeug. Fahren wir in die andere Richtung. Oh. Man ist so gewohnt, immer an diese Stationen zu klicken, ne? So, weg. Für wen von euch ist denn das so das Spiel? Er könnte sich vorstellen, das auch zu gamen. Alex bestimmt nicht, oder? Tycoon-Spiele?
Laden. Laden. Machen wir nochmal hier die Kohle an. Aus der oberen Stadt wollen die wahrscheinlich ja auch zum Kohlelager, ne? So, und auf dem Rückweg ziehen wir nochmal durch bis hier. Der fährt dann wieder zurück und holt sich neue Leute beim Eisenerz. So, da haben wir schon mal den Bus. Oh, eine Leerfahrt. Sehr gut. Ist auch mal doof. Die müssen die Straße natürlich komplett durchfahren. Oh ja. Das ist voll. Genre gar nicht. Okay. Hat nur Stadtrundfahrt. Wollende Leute. Hier ist immer noch nicht genug Eisen. Oh, ich weiß nicht, solche Spiele könnte ich stundenlang spielen, ne? So, wir brauchen Eisen. Mal zwei. Kohle auch schon wieder fast leer. Aber die doch gemeckert, dass die weniger wollten, oder? Mengen akzeptiert jetzt Holz. Müssen wir uns gleich drum kümmern. Wollen wir Mengen? Was Mengen? Ja. Wollen auch Holz haben jetzt. Wo ist denn jemand an die Wohnungsgebäude? Hallo? Ach, gut eingebaut hier. Der Shit ist zu weit außerhalb. Also hier müssten wir noch mal eine neue Anlieferung hinpacken. Extra für die, ey. Sehe ich auch so, Johannes. Generell Aufbauspiele, also. Ne? Aber die müssen gut sein. Aber pass auf, wir nehmen uns jetzt mal wieder, ich würde sogar sagen, vier Trucks. Kohle reicht nicht, schade. So, wir fangen jetzt mal auf der Seite an, weil wir uns ja genau auch umdrehen. So, hier geht er entladen. Nein, ich habe das Fahrzeug weggeklickt. Egal. Finden wir schon gleich wieder. Und hier geht der Laden weg. Ach so, bearbeiten, Mann. So, alle Autos unterwegs. Ja, im Moment ist es noch ganz chillig, weil keiner meckert. Alle Firmen werden beliefert. Keiner geht so Richtung Insolvenz, die wir tragen müssen. Nur die, die weniger Eisenerz wollen, verlangen jetzt doch wieder mehr. So, und immer schön auf die Zahlen achten, ne? 230 Einwohner. Irgendwann, hier sieht man auch, wenn der Bürgersteig hier immer weiter fortgebaut wird, vergrößert sich die Stadt. Abzweig war auch gar nicht hier so gedacht. Und natürlich werden auch irgendwann in andere Gebäude kommen. Also es ist schon echt lecker gemacht, das Game. So, jetzt müssen wir Geld sparen. Das am besten so schnell wie möglich. Ich muss mal kurz.
Okay. Wir müssen nämlich die Forschungseinrichtungen fertig machen. Eine Sache habe ich nicht beachtet, sehe ich gerade. Um das Ding anzufahren, muss er einmal bis in die andere Stadt, um da zu drehen. Damit dürften wir das umgehen. Guck mal, ob ich auch bei den anderen Sachen auch solche Fehler reingekloppt habe. Hier lädt er sofort ab. Fährt hier rum. Und wahrscheinlich dann irgendwann da. Ja. Sollte passen. Also die Forschungen habe ich jetzt auch durch meinen ersten Testrun mal gesehen. Die Forschungen werden am besten sofort hier an den Kernen aufgestellt. Weil die muss man auch mit Rohstoffen beliefern, um es forschen zu können. Und natürlich auch Kohle. Das Kosten. Schon gesehen, gab schon den ersten kleinen Stau, ne? Könnte man umgehen, wenn wir die Straßen hier noch miteinander verbinden. Aber schauen wir mal. 88.000. Das sind auch nicht immer feste Preise. Die Gebäude kosten auch manchmal anders. Also mal mehr, mal weniger. Hier sieht man auch wieder den blauen Bereich drumherum, wo er sich die Güter entnehmen würde. Mal sagen, wir basteln den hier gleich mittig rein. Kriegen wir zumindest Eisenerz hiervon und jegliche Güter hiervon. Gut. Haben unser erstes Labor. Forschung. So, hier sieht man schon mal Förderbänder und diverse Sachen, womit wir halt, ne, unsere Sachen verteilen können. Bergbau, Steinbruch, Sandgrube. Wo ist ein Eisen hier? Forschung 2. Oh, krass. Okay, das habe ich noch nicht gesehen. Da müssen wir mal Schaltkreise bauen. Noch nie gesehen habe. Wir machen erstmal Nachfrage gestiegen. Dann kriegen wir Lieferung. Wo ist das Unternehmen? Gersthofen. Er akzeptiert jetzt mehr Eisenerz. Wieder. So, wir forschen erstmal nach den Laufbändern, weil das kostet uns momentan nur Geld. Litti, herzlich willkommen. Schönen guten Abend, wie geht's dir? Boah, die kriegen nicht genug Holz. Ein Hauptquartier. Ich hab noch ganz vergessen. Litti, alles gut bei dir? Johannes, du musst bei diesem Game noch nicht auf Strom achten. Ich könnte mir aber gut vorstellen, dass es noch irgendwann kommen wird. Weil auch sprittechnisch, meine Autos fahren momentan mit Benzin. Die nächste Stufe fährt mit Diesel. Und da muss man auch nicht drauf achten. Aber eventuell könnte da vielleicht auch noch was kommen. Gehe ich mal von aus, also. Komm, Breuberg ist unser Hauptsitz, oder? Wir wollen jetzt auch Holz. Oh mein Gott. Verrückt. Ich brauche